Hallo liebe Glimmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute möchte ich mit euch zusammen aufbauen ein Set von Pango und zwar hier das Submarine Germany U48, die PG15001, das seht ihr nicht, das steht da unten, 1035 Teile. Ob es eine U48 gab und ob es das so aussah, ich weiß es nicht. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte einfach Klemmbausteine bauen. Das können andere nachforschen. Ich meine, ich habe im Forum gelesen, dass das nicht so akkurat sei und dass es irgendwas anderes ist. Aber I don't care. So geht's mir. Könnt ihr anders sehen? Dann müsst ihr das halt korrigieren oder andere Sets kaufen. Also wenn es euch danach geht, bin ich vielleicht der Falsche für die Informationen. Muss ich jetzt halt einfach mal so sagen, ja. Schön zugeklebt. Mit Klebestreifen. Muss den Karton nicht zerreißen. So, Schnüre knüpfen offensichtlich. Und wir haben drei Bauabschnitte. Ich habe noch eine 3 entdeckt. Ich habe erst nur die 1 und die 2 entdeckt, aber da. Oh, wir haben sogar eine 4. Also 4 Bauabschnitte. Okay, also. Also, Anleitung. Nicht besonders dick, sind aber auch nur 1000 Teile. Wir haben 70 Seiten. Wie gesagt, Schnüre muss man knüpfen. Steht auf dem Ständer mit Schild vorne dran, ob es bedruckt ist oder ob das. Ne, sind glaube ich Aufkleber. Das sind alles Aufkleber. Hier sieht man die ganzen Aufkleber, die man anbringen soll. Das sind jede Menge. Wo ist er denn? Hier ist der Aufkleberbogen. Ja, ihr kennt mich, ich werde davon nichts aufbringen. Na, vielleicht die Flagge? Nee, ich glaube nicht. Das soll ein anderer machen. Nee. Ja, genau. Sachen werden leicht verblasst dargestellt. Bereits gebautes, frisch gebautes ist vollfarbig dargestellt und teilweise auch noch farbig hinterlegt. Hier so mit einem gelben Rahmen drum. Also das ist so doppelt gemacht. Das finde ich sehr angenehm. Nach dieser Art Bauanleitung baue ich am liebsten. Der erste Bauabschnitt ist schon fertig und wir haben jetzt hier den Rumpf, so den inneren Teil des Rumpfes gebaut. Interessant hier mit Baurichtungsumkehr, dass wir hier oben Noppen haben und hier unten auch Noppen. Wir haben da einfach zwei so Elemente gebaut und die mit der Nicht-Noppen-Seite hier aneinander gelegt und dann seitlich einfach überbaut und damit fest zusammengefügt. Und das Ding ist massiv, das ist purer Stein hier alles. Also da ist keine Luft verbaut und nichts, das ist komplett verbaut hier. Zur Steinequalität, Pango verwendet Gopäcksteine, ist eigentlich damit alles gesagt. Baut sich hervorragend, sehr, sehr, sehr hohe Klemmkraft immer, aber dafür natürlich auch sehr stabil und schöne Steine. Genau. Ja, ansonsten, ich habe mich über eine Sache gewundert. Ich habe hier noch zwei 2x16 Plates und eine 2x 12 ist es, glaube ich, übrig. Und hier ein, wie heißen sie? So ein Eckding. Gut, das wundert mich nicht. Da haben wir ja ganz viele verbaut. Bei den Plates ist es schon ein bisschen merkwürdiger, aber falls ich es noch irgendwo brauche, wird mir es auffallen. Und wenn nicht, ich freue mich über
zusätzliche große Plates, die kann man immer mal wieder brauchen. Die bleiben ja selten genug mal bei Sets übrig als für mein Ersatzteillager. Von daher bin ich da ganz, ganz froh, wenn das so ist. Genau. Also, Bauschnitt 2. Er sprach schon zwei Bauschritte später, fällt ihm schon auf, wo er die Plates vergessen hat, nämlich hier oben. 1, 2, 3, das sind die drei Plates und jetzt kann ich das nämlich auch hier so anbauen, wie es gehört, weil ohne das konnte ich das, was ich gerade hier gebaut habe, nicht anbauen. Also nach den ersten zwei Bauschritten ist es klar, wo ich die Plates vergessen habe im ersten Bauabschnitt. So, zweiter Bauabschnitt ist nun auch fertig. Es ist schon langsam, ja, teilweise als Boot erkennbar, vielleicht. Soll jeder selber entscheiden. Wir haben hier ein bisschen Problem, dass die Spitze sich hier sehr aufdehnt hier. Ja? Also das sollte eigentlich so aufeinander liegen. Aber es geht immer wieder auseinander. Ich meine, hier sind noch Noppen, die werden noch überbaut. Dann wird es hoffentlich nur ein bisschen zusammengezogen, aber ganz wird es da vorne nicht weggehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Da sind aber auch keine Noppen drin, dass ich da jetzt mit nur Noppen oder sowas hier das zusammenstecken könnte oder so. Das gibt jetzt hier die Konstruktion nicht her. Da müsste man vielleicht irgendwie das zusammenkleben. Wenn einen das stört und man das als Displaymodell irgendwo hinstellen möchte. Aber ansonsten ist die Qualität super. Ja, es bleibt weiterhin extrem massiv. Wir haben praktisch keine Lücken irgendwo drin. Auch hier haben wir ein bisschen das Problem, dass da so ein Spalt entsteht. Auch der, ne? Aber das kommt eben mit der Bauweise. Wenn da keine Noppen dabei sind, die das verbindet, dann kann das immer so ein bisschen abstehen. Genau. Ja, macht Spaß. Ist natürlich immer zweimal das Gleiche für beide Seiten. Aber das ist ja jetzt kein Problem. Damit muss man rechnen, wenn man sowas baut. So, der dritte Bauabschnitt ist nun auch fertig. Wir haben jetzt im Prinzip den Rumpf da unten komplett. Ich weiß nicht, ob hier noch ein bisschen was hinkommt. Hier habe ich noch ein paar Noppen. Aber ansonsten, hier ist es schon überall glatt wie ein Babypopo. Da passiert nichts mehr. Die sind alle ein bisschen schräg ausgerichtet. So, jetzt sieht es schon besser aus. Das Problem hier vorne wird sich nicht mehr ändern, weil sie die Chance verpasst haben, hier noch eine Fliese drüber zu bauen oder ein Brick drüber zu bauen, sondern hier hat man halt schon den Unterschied. Also so ein bisschen hätte man es hier noch zusammenspannen können. Das ist jetzt so ein bisschen ein Problem. Ja, ihr seht, da vorne spaltet sich es auseinander. Das ist alles nicht ganz ideal. Wobei, hier könnte man mal mit einer Nurnoppe versuchen, das hier noch ein bisschen ranzuklemmen. Wenn ich eine zur Hand habe, probiere ich das vielleicht mal, dass man die hier vielleicht noch ein bisschen hier dran klemmt, dass zumindest hier der Abstand ein bisschen besser ist, aber mit dem Abstand kann ich da auch nichts ändern. Ja, okay. Weiter geht's mit dem letzten Bauabschnitt. So weit sind wir schon. So, ich habe jetzt gerade bei meinen Kobi-Noppen mal nachgeschaut und tatsächlich, ich habe eine Nur-Noppe gefunden und seht an, das Ding ist jetzt hier vorne zusammen. Wie gesagt, hier die horizontale, die vertikale Spalte, die kann ich nicht
Ja, je nachdem, was man sagt. Also, das kann ich so nicht beheben, aber immerhin, wenn ich von oben drauf guck, sieht's jetzt auch gut aus. So, genau. Ich habe es jetzt nur beim Weißen gemacht. Da hinten, das fällt immer ab. Beim Grauen ist es nicht ganz so schlimm. Da fällt es nicht so schrecklich auf. Da lasse ich es einfach. Ich habe nicht so viele Einzelnoppen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Das ist okay. Ja, super. Aber hier sieht es schon mal auf jeden Fall besser aus. Bis auf die Kleinigkeit der fehlenden Schnüre, die habe ich mir gespart, ist jetzt hier unser Modell, das U-Boot Germany U48 von Pangu ist fertig. 1030 Teile oder sowas war es. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Es ist stabil, es ist ziemlich massiv. Also da gibt es nichts zu meckern, das ist wunderbar. Hier an diesen Teilen, die so ein bisschen abstehen hier, da kann man was abfallen, ansonsten kann man eigentlich überall dran fassen und es halten. Also kann man da nehmen, das hält, das ist gar kein Problem. Da oben, das ist aufgesetzt, das ist auch okay. Natürlich kommen überall Aufkleber hin. Die Flagge natürlich und hier überall und da und hier auf das Typenschild, da kann natürlich auch ein Aufkleber, habe ich mir alles gespart. Sieht im Prinzip von beiden Seiten gleich aus, von daher muss man da auch nicht groß hin und her überlegen. Ja, vorne haben wir wie gesagt dieses Problem, das steht hier so ein bisschen ab, dass es hier beim Weißen etwas absteht, das habe ich ja gelöst mit, also das von oben geschlossen aussieht, habe ich mit einer Einzelnoppe von Kobi oder von Bluebix, weiß ich nicht, habe ich das gelöst und das hält jetzt soweit ziemlich gut. Da unten fand ich es nicht notwendig beim Grauen, aber ist natürlich hier das. Können wir versuchen, ob man da einfach hier das mit Tesa irgendwie zusammenkriegt oder so. Oder ein Tropfen Sekundenkleber, wenn man es nicht mehr auseinanderbauen will. Das wird dann natürlich auch funktionieren. Aber naja, ich hatte ein falsches Teil dabei. Und zwar hatte ich hier so ein 1x2 Brick Modified mit seitlichen Noppen. Der ist zu viel. Ich hätte einen ohne seitliche Noppen gebraucht. Einen ganz normalen 1x2 Brick in Schwarz hier für den Ständer. Habe ich halt aus meinem Vorrat genommen. Es wäre eigentlich auch ohne gegangen. Hätten wir auch einfach weglassen können. Hier, da ist einer drin. Wenn der nicht drin gewesen wäre, wäre der Ständer wahrscheinlich genauso stabil gewesen. Wenn man es dann nach hinten gestellt hätte, hätte es auch niemand gesehen. Also von daher, es gibt schlimmere Fehlteile, wenn die fehlen. Da wäre es jetzt gar kein Ding gewesen. Ja, die Schnüre wären jetzt hier, also von da nach da und von da nach da und hier von dem Schwarzen hier vorne hingegangen. Wer es braucht, ich brauche es nicht. Von daher, nee. Passt soweit, ja. Also, kann man machen. Und wenn es nur ein Teilespender ist, es sind wunderbare, lange, ganz viele 2x16er schwarze Gobrix Plates drin und paar Dark Bluish Grey, glaube ich. Oder braune. Also, es hat braune, graue und schwarze auf jeden Fall hier drin. Also, da gibt's einiges und von diesen braunen
Brackets gibt es auch ganz, 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 ganz viele drin. Und von den hier die grauen Bögen hier, das sind, glaube ich, über 80 insgesamt. Super. Also wer auf der Suche nach sowas ist, ist es ein schönes Modell zum Ausschlachten, wenn man es günstig bekommt. Ansonsten, wir haben diese typischen Gobrix-Probleme bei weißen Steinen, dass die immer mal wieder so Flecken haben. Vor allem bei diesen Slopes da, diesen leichten Slopes. Das Problem ist bekannt. Weiß nicht, warum es immer vorkommt, vor allem bei den weißen Steinen. Bei anderen hellen Steinen kommt es viel seltener, also dass das mal beim Light Bluish Gray oder sowas zu sehen wäre, eigentlich nie, oder anderen hellen Farben. Das ist immer bei Weiß, sind da solche Schmiere drin. Verstehe ich nicht. Also die sind auch oberflächlich, die kann man wegradieren zum Beispiel. Oder so einigermaßen, also das... Ich weiß nicht, was das ist. Da müssten sie echt mal danach gucken, dass das nicht mehr vorkommt, aber naja. Ansonsten ist die Teilequalität einwandfrei, super GoBricks halt. Ich glaube auch, die Fliesen sind einigermaßen okay, also nicht sonderlich verkratzt oder so. Also da ist die Qualität diesmal wirklich rundrum gut. Also für mich ein schönes Modell. Ich bin kein Kriegsbauer irgendwie. Ich werde es auch nicht in meiner Sammlung lassen. Es wird sehr bald wieder verkauft werden. Aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht zu bauen. Genau, also von daher kann ich das durchaus empfehlen, wenn ihr es irgendwo günstig kriegt. Das war halt bei Bluebricks im Angebot, im Sale. Da gibt es das inzwischen nicht mehr, aber vielleicht gibt es ja noch andere Anbieter, bei denen man das noch kriegen kann. Vielleicht auch nicht zum vollen Preis. Ihr werdet sehen. Ich mache jetzt auf jeden Fall Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so war, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Viel Spaß mit euren eigenen Bauten. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV.